So, weiter geht die Reise mit Mafia 3 und damit herzlich willkommen zurück. Und immer noch nichts. Gibt's hier keine Waffen? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Packt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auf. Ich bin in Frisco und habe ein paar Ziele im Visier. Wie du sagst, du sollst den Kopf lange genervt. Er schießt den Bastard! Verdammt! Bin getroffen! Fantastisch! Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen mehr zurückhalten. Ich blute! Wir bezahlen euch! Tötet den Bastard! Lächeln, Arschloch! Verdammt! Bin getroffen! Oh, das war die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Jetzt sind wieder Waffen. So, wir sollen Olivia konfrontieren. Hey, junge Dame. Sollen wir die jetzt sicher bringen? Schade. So. Hier geht irgendwas hoch. Wo ist er noch? Passt auf die Hütte auf! Er darf nicht in ihre Nähe kommen! So. Ich meine, ich halte es ja schon. Sie ist schon verletzt. Okay. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwie rauskommen.
Ich schnapp ihn mir. Hat er sich verkrochen? Weiter. Okay. Er ist hier. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Gut. Kann uns nicht alle töten. Kann ich schon. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir wegkommen. Ja. Keine Deckung. Vielleicht schließe ich meine Augen für einen Moment. Ich bin leer geschossen. Eine Sekunde. Ich werde wohl alt. Der Kleine gehört mir. So, sehr gut. Wo ist er denn? Der ist tot. So. Lieber nicht hergekommen. Bitte. Reiß dich um ihn herum. Langsam reicht es. So, willst du jetzt sterben? Willst du auch noch sterben? Jetzt stirbst du, Arschloch. Oh, da bist du. So, wir nehmen das Bild mit. Oh Gott, meine Hand ist kaputt. So. Das ist jetzt auch egal. So, ich muss gerade mal gucken, wo ich habe ich denn die. Ja, alles gut. So, dann holen wir uns den Typen jetzt. Oder retten ihn. Bring sie hier raus, aber wir müssen schnell machen. Marcano schickt bestimmt noch mehr Leute. Ja. Oh, okay. Sie haben mich in meinen eigenen Wagen hergebracht. Er muss hier irgendwo stehen. So, dann haben wir jetzt hier mal schnell. Gott. Er ist tot. Ja, ist er. Geil, ne? Ich habe Remy kaum gekannt. Und dann hauen wir jetzt hier ab. Achtet alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Personen Fahrzeug gesichtet. Ermittlung läuft. Lass mich hier raus. Die Cops können mir helfen. Mann, pass auf! Bist du high oder was? Nein! Du bringst uns noch eher um als die. Wir verrecken ihn direkt auf der Straße. Ja, es ist jetzt. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier safe rauskomme. Die Polizei ab, das tun wir natürlich gerade. Acht an alle Einheiten, Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt. Bist du heil oder was? Lass mich raus, verdammt! Was glaubst du, wenn du da draußen überlebst? Marcano gibt keine Ruhe, bis er dich gefunden hat. Er hat mir die Hand gebrochen! Ich weiß.
Pass auf, ich habe da einen Freund, der wird dafür sorgen, dass du erstmal in Sicherheit bist. Wenigstens so lange, bis sich alles beruhigt hat. Pass auf! Nicht der Rede wert. Kannst du dafür sorgen, dass die scheiß Bullen sich endlich verpissen? So, gehen wir weg. Dann hauen wir jetzt mal ab. Wir sollen die Gabel zu Donovan bringen. Das machen wir jetzt auch natürlich klar. Das sind leider nur ein paar Meter. Ja, 500 Meter sind es noch. Also für das ist es tatsächlich doch nicht mehr. Hauptsache, wir sind nämlich entkommen. Natürlich, der Makano ist auch mittlerweile down, also tot. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt fast alles durch haben. Es dürfte sich jetzt eigentlich nicht mehr so lange dauern, bis der gute Cell gleich sich meldet. Sag mal bitte nicht, dass das Olivier Makano ist. Ich wollte noch erschießen. Weißt du, dass er wirklich ist? Definitiv. Deswegen hat er die überleben lassen. Auch heute noch.
Auch heute noch durchaus. Erledige Olivia Mercado, abgeschlossen. Na, keine Trophäe. Hast du dich verlaufen? Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Schon klar, war eine schwere Entscheidung, als du letztes Mal den Bezirk aufgeteilt hast. Aber diesmal haben wir Haitianer den ganzen Distrikt erobert. Und ich erwarte, dass wir ihn auch behalten dürfen. Letztes Mal lief's scheiße für mich. Ich hab getan, was du wolltest. Ergebnis? Nichts. Ich steck das schon weg, aber es fiele mir leichter, wenn du mir diesen Bezirk überlassen würdest. Ist deine Sache, wen du rufst, um die Läden zu erobern. Ich respektiere das. Aber hier geht es um langfristige Verantwortung. Du hast mir den letzten Stadtteil anvertraut. Gibt keinen Grund, mir nicht auch den hier zu überlassen. Du weißt, was du zu tun hast, Lincoln. Ich würde sagen, dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. Damit können wir was anfangen, Bruder. Das ist wirklich gut. Ich hatte irgendwie gedacht, Lincoln hätte uns inzwischen längst alle umgelegt. Was wir hier geschafft haben, Mercado die Stadt wegzunehmen, ohne uns dabei gegenseitig umzubringen, darauf können wir stolz sein. Ist nicht alles so gelaufen wie gewünscht, aber ich bin stolz auf das, was ich habe. Und auf das, was wir hier machen. Gütiger Gott, wie sind wir nur mit heiler Haut aus dieser Scheiße rausgekommen? Hätte geschworen, Scaletta haben sich schon längst die Kehle aufgeschlitzt. Gut, ist nicht alles so gelaufen, wie ich wollte. Aber wir leben und wir machen Geld. Und der Herr im Himmel weiß, am Leben zu sein, liegt mir viel mehr, als im Grab zu verfaulen. Wenn ich eins gelernt habe, dann das. Fast nichts läuft so, wie man es gern hätte. Muss man mit leben. Also lebe ich eben damit. Wir haben bewiesen, dass Mercanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein Weg endet hier mit ihm. Jo. So, und das wird wahrscheinlich der letzte Teil sein, diese Folge sein. Wir sollen Mercado erledigen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und den Teil, würde ich sagen, gehen wir dann vielleicht in der letzten Folge da ein. Bei Let's Play Mafia 3. Oder fahren wir noch zu Mercado? Komm, wir fahren zu Donovan. Oder zumindest die Hälfte. Na komm, machen wir doch. Weil, wie gesagt, es könnte danach die letzte Folge sein. Was ich vermute. Dann haben wir es tatsächlich in einer Aufnahmesession komplett durchgezogen. Aber wie gesagt, wir machen es auf jeden Fall. In einer auch komplett. Wir ziehen es jetzt komplett noch durch. Jetzt will ich auch gerne noch das Ende haben. Und dann können wir quasi in den nächsten Tagen mit World War Z ein neues Projekt auf meinem Kanal begrüßen. Das war die richtige Entscheidung, wo wir auf jeden Fall in Mercados Villa da, damals am Anfang der Folge, die Jungs da gerufen haben, die Italiener gerufen haben, weil die brauchten wir auf jeden Fall. Sonst wären wir da, glaube ich, nie im Leben heil rausgekommen. Es wäre schwierig geworden, da die zu erledigen. Deswegen war es genau die richtige Entscheidung. Das hat es auch deutlich einfacher gemacht. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass man was findet. Ich mal nicht. Ich breche mal kurz die Dings noch auf hier. Nicht viel wirklich drin. Na gut. Ich hatte nämlich auf einen Sunny-Kit gehofft. Munition haben wir genug, okay. Ich hatte zwei oder drei Mann Sunny-Kits, die habe ich hier. So, wir gucken mal auf die Abschlussliste gerade. Wir haben alles weg.
Wir haben alles weggeräumt mittlerweile. Gut. Und dann beende ich jetzt hier wirklich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann vielleicht mit der letzten Folge dieses Let's Plays.